Es ist wirklich immer wieder das Gleiche. Die Frauen, und ich war auch so eine, werden im Leid gefangen und versuchen sich dann Hilfe zu suchen, weil es wird ihnen ja gesagt, du musst dir Hilfe suchen, such dir Hilfe. Dir geht es schlecht, du weißt nicht mehr weiter, du bist verzweifelt, du hast Liebeskummer. Du hast finanzielle Sorgen und du bist an einem Punkt in deinem Leben angekommen, wo du nicht mehr weiter weißt. Und wir erkennen all diese Punkte, wir kennen all diese Punkte in unserem Leben. Und in meinem Leben war nicht nur einmal so ein Punkt, es waren mehrere Punkte. Pure, tiefste Verzweiflung. Verlassen, alleine, zurückgelassen, sich auf sich selber gestellt. Und ja, für mich war das auch so. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, müsste es mal genau erzählen. Sicher einen ganz krassen Punkt in meinem Leben. Das war noch bevor meinem Kind. Da ging es mir so, so hundeelend. War so verzweifelt, war so allein, war so einsam, es war keine Hilfe da. Wie ich aus dem Punkt rausgekommen bin, war auch wieder bam, Rock Bottom. Und irgendwie hat es geklappt, dass ich da wieder rauskam. Und es gibt so viele Frauen, denen es so geht. Ich war dann da raus, mein Leben war wieder einfach. Ich habe losgelassen, diesen ganzen Bullshit. Und dann habe ich mich in die nächste Scheiße reinmanövriert. Und weiter und die nächste und die nächste. Narzisstischen Partner, was auch immer. Ich weiß es fast schon gar nicht mehr. Weil die Person, die ich damals war, an die Person, an die ich mich damals erinnere, mit der habe ich eigentlich keine Verbindung mehr. Aber trotzdem weiß ich und erinnere ich mich noch daran, wie scheiße es war und wie elend ich mich gefühlt habe. Und ich war auch eine Frau, gut ausgebildet, alles im Griff, alles immer gemacht, alles organisiert, für alle da, super hilfreich, alle unterstützt. Und vielleicht bist du auch so eine Frau, weil mir begegnen gerade ganz oft diese Frauen. Und dann haben sie viel, viel Geld ausgegeben für Hilfe, für Rituale, für Dualseelen-Coachings, für was weiß ich nicht was. Ja, genau, für Hotlines, für Telefonlines. Und ich war auch eine von denen. Sag mal eine Zahl. 20.000. 20.000 von mir für so eine Laien. Mindestens. So verzweifelt. Immer wieder, wenn der Schmerz da war. Trost gesucht. Hoffnung gesucht. Hilfe gesucht. Das Geld war mir egal. Der Schmerz war so groß. Es hat nie was genützt. Es hat nie was gebracht. Und bei mir war es dann halt wirklich so, das hat sich so manifestiert in meinem Körper, diese Bewegungslosigkeit, diese Hilflosigkeit. Ich kann nichts machen. Ich bin allein, ich bin ausgeliefert. Mein ganzer Körper hat es mir gezeigt. Und wieder höre ich Frauen, die es genau gleich geht und dann suchen sie Hilfe. Und dann kommen sie, logischerweise, weil das ist die Energie, dann kommen sie in dieser Energie an Leute, die genau die Schmerzpunkte spüren und auf die verkaufen. Schmerzpunkt, Verkaufsstrategie. Finde den Schmerzpunkt, bringe dieses Gegenüber in den Schmerz und zeige dann, dass du die Lösung bist und diese Person kauft von dir. Es wird gelehrt. Es ist Psychologie, das funktioniert. Das ist Human Design. So holst du jeden ab.
der sich nicht über sein menschliches Denken, sein eingeschränktes Denken, sein unterdrücktes Denken, sein leidvolles Denken erhoben hat. Das ist nicht schwer so zu verkaufen an Verzweifelte. Es ist ein Riesenbusiness, es ist eine riesengroße Industrie. Und wieder habe ich mit einer Kontakt gehabt. Zigtausende, Abertausende Schulden. Jetzt hat sie mich gefunden. Jetzt hat sie kein Geld mehr, das Richtige zu tun, die richtige Arbeit an sich zu tun, den richtigen Prozess durchzugehen, die richtige Veränderung, die richtige Transformation, die sie selber tut in sich und wo ich nur der Coach bin, der Anleiter bin, der, die dasteht, die die Dinge erklärt für deinen logischen Verstand, dass der mitkommt. Und wenn ich sage, du bist das Opfer, ich bin noch nicht das Opfer. Ich bin doch die, die alles macht. Ich bin doch die, die alles regelt. Ich bin doch die, die alle Zügel in der Hand hat. Ich bin doch die, die sich um alles kümmert. Ich bin doch die. Ich bin doch kein Opfer. Ich bin ein Täter. Ich tue. Aber das ist nicht das Opfer, das ich meine. Das Opfer ist ausgeliefert. Ein Opfer fühlt sich ausgeliefert. Es ist egal. Man kann sich ausgeliefert fühlen und kann ganz viel tun, ganz, ganz viel machen. Jemand kann sich unterdrückt fühlen und ganz, ganz viel Action da draußen reißen. Ganz, ganz viel Aktionen tun, ganz, ganz viel sprechen, ganz, ganz viele Projekte fahren, ganz, ganz viel tun. Aber das ist ja nicht die Arbeit. Das ist das Opfersein, das ist das Opfergefühl, das ist das Gefühl, dass die Welt da draußen gegen mich ist. Das ist das Gefühl, dass ich kein Vertrauen haben kann. Das ist das Gefühl, dass ich nicht unterstützt bin. Das ist das Gefühl, dass ich allein auf weiter Flur bin. Das ist das Gefühl, dass ich verkehrt bin, dass ich alles falsch mache, dass alles gegen mich ist. Das ist das Gefühl, das diesen Opferzustand beschreibt. Es ist völlig egal, was du tust. Völlig egal. Jetzt schaue ich mal, ob das hier ankommt überhaupt bei euch. Ja, genau, ich sehe mich. Verstehst du das? Es sind so viele Frauen. Es sind so viele Frauen, die werden verarscht. Verarscht. Aber nur, weil sie die falschen Dinge über sich selber glauben. Und weil sie anderen mehr glauben, wenn sie sagen, ich kann dir helfen, als dass sie sich selber glauben und sagen, ich kann mir helfen, ich kann mich transformieren, ich kann von diesem menschlichen Design rausgehen und kann mich erheben in mein göttliches Design, wo ich weiß, ich bin gut, wo ich weiß, ich bin immer richtig, wo ich weiß, ich bin immer am richtigen Platz, wo ich weiß, ich bin immer unterstützt, aber nicht von irgendeinem Menschen, sondern von mir. Von meinem Denken, von meinem Seinszustand. Und dann gibt es einen Raum, in dem sind alle Möglichkeiten da, aber der Raum bist du. Du kannst in diesen Raum einladen, wen du möchtest, aber du bist die Person. Du bist das, was du suchst. Nur musst du es in dir finden und du findest es in deinen Ansichten. Das, was du in dir suchst, ist in deinen Ansichten, ist in deinen Überzeugungen, ist in deinen Glaubenssätzen, ist in deinen Geschichten, ist genau dort zu finden. Und da geht es nicht darum, dass du wühlst in der Vergangenheit oder in vergangenen Geschichten, sondern es geht darum, dass du erkennst, wer war ich in diesen Scheißgeschichten? Als wer habe ich mich gefühlt? Als wen habe ich mich dargestellt? Als wer bin ich durch die durchs Leben gegangen? Darum geht es. Es geht nicht darum, wo du herkommst, was du gemacht hast, was du erlebt hast, sondern es geht nur darum, wer warst du? Als wer hast du dich wahrgenommen? Was war deine Wahrheit? Wie hast du dein Leben wahrgenommen? Und das gilt es zu transformieren.
Und das Schwierige an diesem Transformationsprozess ist einfach mal, dass die alte Scheiße, die uns eingetrichtert worden ist, so tief und verkrustet da sitzt. Das ist wirklich rütteln, scheuern, putzen, unnachgiebiges Dranbleiben braucht, um nachher diese Transformation zu erleben. Und erleben ist nur das, wenn du es im Außen plötzlich siehst und spürst. Aber vorher ist es nur ein innerer Job, der dich dahin führt, wer du wirklich bist, in deinem Divine Design, in deiner Wahrheit, nicht in deiner körperlichen Form, nicht in deiner Geschichte. Nein, nein, nein. Verstehst du das? Und so ist es eben auch das, was wir heute Nachmittag anschauen mit dem Manuel. Everyone is you pushed out. Alles, everything is you pushed out. Alles, was da draußen für dich sichtbar ist, ist zuerst in dir entstanden. Alles freut genauso wie alles Leid. Es entsteht in dir durch deine Vorstellung, durch das, was du glaubst, was du meinst, was du denkst, was du annimmst, wie es ist. Diese verdammten Rückschlüsse. Und es ist der Schlüssel, der Schlüssel, der Schlüssel. Und wenn du diesen Schlüssel hast, kannst du jeden Bullshit aufschließen, aufschlüsseln, der dir Leid bringt, der dir Trauer bringt, der dir Verzweiflung bringt, der dir Unterdrückung bringt. Wir sind hier, um das zu lernen, wie das funktioniert. Und es ist keine Seelenabsprache, das ist gar nichts, das ist einfach ganz normal. Das ist für uns gedacht, zu erkennen, dass wir Gott in körperlicher Form sind. Und wenn wir das erkannt haben, dann geht es darum, zu lernen, so zu leben. Und das ist ein Mindset, das ist eine Ansicht, die ist uralt. Und sie ist so an so vielen Orten geschrieben. Warum ich mich jetzt aber bemühe, ist zu erklären, verständlich zu erklären für unseren heutigen Verstand, wie es funktioniert und was zu tun ist, was wirklich zu machen ist, grundsätzlich zu machen ist, was für Übungen es gibt, wie man mit Situationen umgeht, um diese Transformation zu erreichen für sich. Um dann dazustehen, wie alle so sagen, die es geschafft haben. Wow, ich fühle mich so gut, ich fühle mich so richtig, ich fühle mich so angekommen. Ich bin immer richtig, egal wo ich bin, auf allen Bühnen dieser Welt bin ich gut und richtig, gewollt, anerkannt, geliebt und unterstützt. Das ist dieses Gefühl, my well-feeling. Das ist dieses Gefühl, das ich suche. Und das ist dieses Gefühl, das mir das außerordentliche Leben kreiert. Aber zuerst muss ich die werden, die sich so fühlt. Diese außergewöhnliche Frau, dieser außergewöhnliche Mensch, ohne einen Beigeschmack von. Ich bin vielleicht doch nicht richtig, das ist vielleicht doch überheblich, das kann vielleicht doch nicht anhalten, vielleicht lauert da ja noch eine Konsequenz im Hintergrund, vielleicht ist es doch nicht so. Felsenfest, verankert in deinem Divine Design. Da wollen wir hin. Und wenn es um Business geht, ist es doch genau dasselbe. Business ist auch eine Beziehung mit deinen Kunden. Deswegen geht es immer nur um dich und um deine Beziehungen mit deinen Push-Out. So, ich fasse mich kurz. Schau es dir unbedingt nochmal an. Ich habe es jetzt mal um 9 gemacht. Ich muss jetzt gleich los. Schau dir das Video nochmal an. Stell mir bitte deine Fragen. Wenn es möglich ist, komm heute Nachmittag um 16 Uhr zu unserem Talk mit dem Manuel Garcia zu Neville Goddard, Everyone is You Pushed Out. Was dahinter steckt, was es bedeutet. Nochmal genau, stell da auch deine Fragen. Dann gibt es morgen am Mittwoch um 20 Uhr. Schauen wir dein Business-Potenzial an. Wenn du jemand bist, der wissen möchte,
ja, was kann ich selbstständig tun? Was kann ich tun, um frei zu sein, um nach meinen Regeln zu leben, um mich eben nicht mehr irgendwo in ein Verarschesystem reinbringen muss, sondern wir müssen frei sein, wir müssen rausgehen aus der Welt der Verarsche, wir müssen rausgehen aus der Welt des Human Designs. Weil da findet Verarsches statt, da findet Lug und Betrug statt, da findet Ausnützen statt, da findet Unterdrückung statt. Aber du musst da nicht leben, keine Sekunde mehr. Nur musst du den Mut haben, aus diesem Bekannten rauszuhüpfen und im Unbekannten dir dein außergewöhnliches Leben zu kreieren. Das ist die Krux. Und wenn du die einmal geschafft hast, wenn du einmal kapiert hast, wie es wirklich hier funktioniert, dass du die einzige wirkende Kraft in deinem Leben bist. Du bist der einzige gemeinsame Nenner von all dem, was du erlebst, von all dem, was du kreierst. Es geht nur um dich. Und wenn du die Kraft an Coaches im Außen abgibst und glaubst, irgendjemand könnte das für dich richten, weil er es doch selber so gut kann, ist es der falsche Ansatz. Du richtest es für dich. Du verstehst es. Du weißt, worum es geht. Und dann setzt du um. Und du kannst mir nicht sagen, dass wenn irgendeiner zu dir sagt, du musst die Rituale machen, du musst das essen, du musst hier sein, du musst so machen, du musst so machen, du musst so machen, ist doch alles fake. Du kannst so viel machen, ich sag's nochmal, du kannst so viel machen. Ist scheißegal, solange du es nicht bist. Du kannst Om Shanti machen, du kannst dich in Gesellschaften reintun, du kannst dir Scheiße einreden. Du musst es sein. Du musst es wirklich sein von ganzem Herzen. Und ich werde nicht aufhören, die Wahrheit zu sprechen. Ich werde nicht aufhören, euch zu sagen, lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht in die Welt der Bedingungen verarschen. Eine Bedingung jagt die andere. Schau nach draußen. Zuerst waren die Bedingungen, jetzt musst du die Bedingungen erfüllen, jetzt die Bedingungen, jetzt die Bedingungen, jetzt musst du das erfüllen und das erfüllen. Das ist Shit, das ist Manipulation und Kontrolle, egal in welchem Lebensbereich. Du musst es nicht machen. Niemand kann dir sagen, was du tun musst. Niemand kann dir sagen, wer du sein musst. Wenn du bist frei, unabhängig, richtig, geliebt, powervoll, kraftvoll, wenn du in deiner ganzen Manifestationskraft sitzt, kannst du dich anlehnen an diese Kraft, die dich geschaffen hat, erschöpft hat, und dann wirkt sie durch dich hindurch. Aber solange Angst durch dich hindurch wirkt, wird Angst entstehen. Ich bin wirklich hier, um das zu erklären. Wir haben tolle Ladies, die jetzt auch endlich wirklich euch helfen, weil sie es erfahren haben. Schaut euch die Videos an, die gestern gemacht worden sind von der Susanne und der Sabine. Ich habe niemandem gesagt, was er sagen muss. Aber es kommt, wenn du es verstanden hast, kommt so der Drang, dass du das weitergeben willst. Es kommt so die Erfüllung, wenn du sagst, oh mein Gott, ich war so in der Scheiße. Ich habe mich so in den Dreck geritten. Ich habe so viel Geld, so viel Zeit, so viel Lebensqualität verschwendet. Ich möchte anderen Frauen weitergeben, beibringen, anderen Menschen natürlich, nicht nur Frauen, beibringen, wie es ist, frei zu sein, unterstützt zu sein, geliebt zu sein, richtig zu sein, gut zu sein, mit allem dem, was du bist und was du wünschst. Das ist die Wahrheit. Alles andere ist Scheiß, ist Lüge, Verarschung. So, jetzt mache ich aber Schluss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich auf die, die heute um 16 Uhr live dabei sind. Und wir haben eine coole Woche. Nachher postet die Petra noch die Verlosung vom Divine Design Reading. Das gibt es um 19.30 Uhr am Sonntag, kurz vor der letzten, der Foundation Coaching Call. Und da mache ich auch noch mal ein kleines Teaching zu Divine Design. Eine halbe Stunde lang, und dann wird ein Divine Design Reading ausgelost unter denjenigen, die es auch haben wollen. Da gibt es ein Anmelde
Link, den die Petra postet, wenn du eine Divine Design Reading mit mir gewinnen möchtest im Wert von 444 Euro, kannst du dich gerne dort eintragen. Wenn du ein Divine Design Reading mit mir haben willst und es kaufen willst, kannst du das auch machen auf meiner Homepage. Du hast so viel Zugang zu mir auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Du kannst nach St. Moritz kommen. Es gibt so, so viele Möglichkeiten, wo ich dich unterstützen kann, aber nur, wenn du dich selber unterstützt. Ich kann da nichts machen. Wenn du nicht bereit bist, dich 100% selber zu unterstützen, dich 100% selber zu coachen, dich 100% auf dich selber einzulassen und für dich herauszufinden, wie man liebevoll und unterstützend mit dir umgeht. Es ist dein Job. Also, happy day!